Hallo und willkommen bei MyYugioh TCG. Ich habe mal wieder eine vergessene Yu-Gi-Oh! Karte für euch. Und heute geht es um mechanischer Riesensoldat. Ja, ein normales Erdemonster der Stufe 6 vom Typ Maschine mit 1750 Angriffs- und 1900 Verteidigungspunkten. Dieses Monster schwingt eine die Erde erschütternde Axt, die durch ein gewöhnliches Schwert nicht abgewehrt werden kann. Wow, das ist doch mal ein Kartentext. Und ich muss sagen, das Artwork dieses Monsters ist doch sehr episch. Ein Maschinenmonster, okay, ja, es besteht sehr viel aus Metall. Aber ich muss doch sagen, ich hätte daraus tatsächlich einen Krieger oder aber sogar einen Hexer gemacht. Denn das Ganze wirkt doch wie eine sehr magische Rüstung, ob sich darunter jetzt ein Mensch oder eine Maschine versteckt. Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Hier diese Edelsteine im Helm und im Schild, die machen doch tatsächlich einen sehr magischen Eindruck. Finde ich persönlich sehr interessant. Wie eine Axt sieht das Ganze nicht wirklich aus. Es sieht mehr so aus, als würde dieser Krieger hier ja, eine Sichel halten. Okay, interessante Beschreibung dementsprechend. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schönes und gelungenes Artwork. Ja. 1750 Angriffspunkte, das war für die Anfangszeit bei Yu-Gi-Oh! Ganz solide. Dafür allerdings einen Tribut zu bezahlen, ja, nicht unbedingt. Das macht es dann doch wieder um einiges schlechter. 1900 Verteidigungspunkte sind jetzt auch ganz okay, aber wenn man einen Tribut zahlt, dann möchte man auch nicht unbedingt nur verteidigen, außer man spielt jetzt etwa das Millenniumsschild oder die Labyrinthmauern mit 3000 Verteidigungspunkten, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, aber für 1500 einen Tribut bezahlen, 1900, sorry, ja, dann spielt man doch lieber die mystische Elfe, die Stufe 4 ist und schon 2000 Verteidigungspunkte hat. Ja, also spieltechnisch auch sowohl 1999, als sie im OCG rausgekommen ist, nicht besonders spielstark. Bei uns wurde sie jetzt im Speed Duel mal wieder nachgereicht. Auch dort ist sie nicht wirklich zu gebrauchen. Falls ihr da anderer Meinung seid, schreibt es natürlich unten in die Kommentare. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein wirklich, wirklich schönes Artwork, das definitiv mehr Beachtung verdient hat, denn so ist es einfach eine Karte, rein spieltechnisch, die leider ziemlich untergeht. Sie ist auch für Anime und Manga nicht wirklich ikonisch, das ist sehr schade, deswegen werden viele diese Karte nicht unbedingt kennen oder sie direkt zur Seite legen. Ich finde, dieses Artwork verdient definitiv Aufmerksamkeit und Beachtung. Ja, schreibt eure Meinung doch mal unten in die Kommentare. Seid ihr froh, dass diese Karte im Speed Duel endlich nachgereicht worden ist und dass wir sie im Westen jetzt auch haben? Oder denkt ihr, ja, Karten, die nachgereicht werden, die sollten dann doch schon spielstark sein oder zumindest irgendwie in die heutige Zeit oder in das Speed Duel-Spiel passen? Wenn ihr der Meinung seid, auch einfach unten reinschreiben. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und ciao. So. Und jetzt gibt es nochmal hier so eine Nahaufnahme von diesem wirklich, wirklich starken Artwork. Man muss sagen, für Level 6, da war der herbeigerufene Totenkopf dann doch ein bisschen brauchbarer.